Der Mai ist für den FC St. Gallen der Monat der Entscheidungen. Bis in zwei Wochen wird der Sportchef Alain Sutter einen neuen Trainer präsentieren. Und auch sportlich fallen diesen Monat die Entscheidungen. Mit dem Heimspiel morgen gegen Basel beugt der FC St. Gallen auf die Zielgerade von einer turbulenten Saison ein. Die letzten vier Spiele entscheiden darüber, ob die Espen in die Europa League kommen oder nicht. Am 29. August 2013 liegen sich Trainer und Spieler vom FC St. Gallen in den Armen. An diesem Tag gewinnen sie gegen Spartak Moskau mit 4:2 und stehen damit als Teilnehmer der Europa-League-Gruppenphase fest. Ein Baumeister von diesem Erfolg war Philippe Montandant. Er hat Despen dortsmal als Captain auf den Platz geführt und weiss noch haargenau, was die europäischen Nächte in der Ostschweiz ausgelöst haben. Seit dem Meistertitel hat niemand so eine Euphorie geherrscht rund um den FC St. Gallen herum. Und man hat gemerkt, im Stadion die Begeisterung, der Funke ist richtig übergesprungen von der Mannschaft zu den Fans und umgekehrt. Und dort haben uns auch die Fans wirklich mitgetragen. Und es ist wirklich einfach ganz speziell gewesen, sehr positiv. Und das haben wir natürlich als Spieler aufgesogen und sehr, sehr positiv in Erinnerung gehalten. Seitdem hat der FC St. Gallen schwierige Jahre erlebt. Jetzt aber ist der Europa-League-Traum wieder zum Greifen näher. Bei einem Göpp-Sieg von IB qualifiziert sich der Tabellendritt direkt für die Europa-League. Die Luzerner sind zwar in der Pole-Position, haben mit Lugano, St. Gallen, GC und Basel aber ein schwieriges Restprogramm. Die Espen wären als Vierte sicher in der Qualifikation für die Europa-League und dürfen in den letzten vier Runden noch dreimal die Heim spielen. Der Aufsteiger FC Zürich hat mit Lausanne, Thun, Basel und Lugano die vermeintlich einfachsten Aufgaben, dafür aber einen Rückstand von 5, respektive 4 Punkte auf Luzern und St. Gallen. Für die Espen sei die Ausgangslage komfortabel, sagt der Sportchef Alain Sutter. Er ist überzeugt, dass sich die Mannschaft auf dem Weg Richtung Europa League nur selber im Weg stehen kann. Die Zielsetzung ist klar, wir wollen den dritten Rang erreichen. Wir haben jetzt von den letzten vier Spielen drei Heimspiele gegen Luzern, direkter Konkurrent um den dritten Rang, den wir noch heimspielen können. Also es liegt an uns. Unter Druck setzen lassen sich die Spieler von dieser Zielsetzung aber nicht. Trotz 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen ist Selbstvertrauen nach wie vor gross. Wir haben eine Mannschaft mit vielen Qualitäten. Und im Moment wir sind glücklich, dass wir um etwas kämpfen können und vor allem um etwas positiv. Und jetzt 4 Spiele und wir müssen einfach unser Maximum machen. Das Maximum machen, damit sie Sachen Europa League Nachfolgegeneration von Philippe Montandant gibt. Für den heutigen Leiter Sponsoring könnte der Heimvorteil im Direktduell gegen Luzern nächsten Mittwoch entscheidend sein. Man weiss, dass St. Gallen, wenn der Funke mal wirklich überspringt ins Publikum, dann ist da sehr, sehr vieles möglich. Ob Platzwart, Spieler oder Sportchef, beim FC St. Gallen wird im Moment alles am gleichen Ziel untergeordnet. Und das Ziel ist die Rückkehr in die Europa League.